Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Berchtesgadentag im Hallenstadion und wie immer, tolle Stimmung, 11.200 Zuschauer, füllen Drang und der ZSC vor grossen Erwartungen. Wie immer ein toller Match, wenn es heisst, Zurigo gegen Ticino. Erstes ZSC-Goal im neuen Jahr nach 23 Minuten, dank Roman Wick. Und der Roman Wick hat 10 Matches nicht mehr getroffen. Jetzt ist es wieder gelungen. Ein gutes Zeichen und es heisst ZSC 1, Ambrì Piotta 0. Der ZSC erhöht auf 2-0. In Überzahl schießt Marc-André Bergeron mit einem Quellschuss von der Bauerlinie der ZSC 2-0 in Führung. Minute, zweiter Treffer in Überzahl für den ZSC, dank Severin Blindenbacher, auch er mit dem Schuss aus Distanz. Neuer Spielstand, ZSC 3, Ambrì Piotta 0. Noch 1 Minute nach dem ZSC 3-0 kann Ambrì einen Treffer erzielen, dank Marc Rieder. Und es heisst neu ZSC 3, Ambrì Piotta 1. Es ist beim 3-1 geblieben und der ZSC feiert einen tollen Sieg von 11.200 Zuschauern im randvollen Hallenstadion. 1 Goal getroffen hat der Roman Wick, allerdings lange Zeit torlos geblieben. Ja, es ist so und darum umso erfreulicher jetzt, dass es heute endlich innen ist. Es gibt manchmal so Zeiten, wo es mehr reingeht, manchmal, wo es ein weniger reingeht und ja, ich bin froh, ist der Knopf gelöst. Fangt man dann im Moment ein bisschen an, sich zu zweifeln? Kann ich kein Goal schiessen mehr? Was ist denn mit mir los? Ja, man fängt sich an, ganz blöde Gedanken machen, vor allem als Stürmer und mein Job ist eigentlich vor allem in der Offensivproduktion. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, ja, neues Jahr, neues Glück und es hat geklappt. Eigentlich ein tolles Gefühl, erster Match im neuen Jahr und gerade gewonnen. Allerdings gegen Ambrì hat man auch den Sieg erwartet. Ja, es ist so, wir haben definitiv die 3 Punkte holen. Gut gestartet, das 2015. Und Ambrì ist für uns ein Pflichtsieg. Das sind Sie, Roman Wick, heute Torschütz und da wünschen wir Fortsetzung folgt. Luca Bolzhauser, 1 Goal verwünscht. Und trotzdem beste Spieler kreiert worden. Das macht Freude. Ja, das macht Freude. Ich bin zwar selber ein bisschen überrascht. Es hat sicher viele Spieler gegeben, die besser gespielt haben als ich. Ich habe heute nicht so viel zu tun gehabt. Aber ja, es freut mich sicher, dass ich jetzt so Best Player geworden bin. Sonnens im ersten Drittel fast nie geprüft, fast keine Schüsse bekommen. Das hat der Goalie gar nicht so gern. Nein, das ist überhaupt nicht gut für einen Goalie eigentlich. Wenn man kalt wird und nie einen Schuss bekommt. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich dann im zweiten Drittel ein paar Schüsse nicht bekommen am Anfang. Und dann ist es eigentlich besser gegangen. Umso mehr ist dann natürlich Konzentration gefordert. Genau, das ist es. Man muss natürlich ganz konzentriert sein. Man kann nicht einfach relaxen und meinen, ja, jetzt ein bisschen locker dort stehen. Man muss immer parat sein. Lukas Flüeler wird einige Zeit fehlen. Gibt das auch Beruhigung für den Goalie Nummer 2, wenn er kann sagen, jetzt kann ich einmal eine Zeit lang immer spielen? Nein, das ist schwierig zu so sagen. Sicher, ich kann es sehr gut mit dem Lucky und jetzt muss ich mich da halt beweisen, muss halt da auch meine Leistung bringen und ihn ersetzen, so gut es geht. Das war Lukas Bolzhauser, nicht nur ein guter, auch ein fairer Goalie vis-à-vis von seinem Kollegen.